Hey Leute, das ist jetzt ein etwas anderes Video. Und Boomtay, bitte hör jetzt zu, ja? Ich kenne alles. Okay, alles kenne ich jetzt nicht. Aber ich kenne einiges über dich. Und ja, das ist halt ein Video gegen dich, Boomtay. Ich werde dir ein paar Beispiele zeigen, was ich jetzt gegen dich habe. Erstens, du lädst alle 2 Jahre ein Video hoch. Zweitens, du machst auch sogar Content nach und auch Musik. Lass mich kurz was aussuchen. Ja, also einfach Top-Content, muss ich jetzt ehrlich sagen. Fangen wir mal mit diesem Video an. Was mir jetzt auffällt, letzter der Krankenhaus-Verlässt-Challenge gewinnt. Eigentlich voll gutes Video, muss ich jetzt ehrlich sagen. Gar nicht geklaut von Aberok. Herzlich willkommen zur neuen Challenge. Mein Name ist Herr Geldmann. Und in der heutigen Challenge gibt es einen Luxusurlaub für 2 Personen. So, ihr hört ja schon mal eine Musik hier drin. Das ist die hier. Herzlich willkommen zur neuen... Diese Hintergrundmusik, die benutze ich auch. Aber hab ich selber gefunden. Also nein, ich habe es jetzt natürlich nicht geklaut, sondern ich habe es in der YouTube-Automediathek selber gefunden. Und übrigens die YouTube-Automediathek, das ist halt so eine ganze Bücherei, besser gesagt, keine Ahnung, da gibt es halt richtig viel Hintergrundmusik. Und diese Musik hier, diese Hintergrundmusik, die hier auch Aberok benutzt, die habe ich auch selber gefunden. Also falls ihr Aberok mal anschaut und ihr dann diese Musik hört und ihr und euch auffällt, dass ich diese Musik auch benutze, ihr denkt, boah, Daniel macht einfach Aberok nach. Nein, das stimmt schon mal nicht. Aber kommen wir mal wieder zu Boomtay. So, Moment mal. So, okay. Also er benutzt auch halt wirklich nur eine Musik in allen Videos von ihm, wenn nicht dann sogar gar keine. Und Abo, okay, schon mal richtig gutes Wasserzeichen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Wenn wir wieder auf Aboks Kanal gehen, dann genau das gleiche Wasserzeichen. Boomtay, ich habe es dir auch schon einmal gesagt, in einem Call. Ich habe es dir gezeigt, dass du hier Wasserzeichen von Aboks nachmachst. Aber er hat nicht nur Aberok nachgemacht, sondern auch Bapo. Und auch Sadie. Hier, Millionär. Nein, nein, nein. Und nochmals. Ich werde euch kurz was zeigen. Er dachte, diese Szene hier. Glasscheiben wäre eine gute Idee. Okay, diese Szene hier. Stopp, stopp, stopp! Was wollt ihr von mir? Also wenn ihr mich bedrohen wolltet, ich habe mich jetzt nicht so ziemlich bedroht gefühlt. Upp, hallo. Ich bin Mr. Johnson, keine Ahnung, wie auch immer ich heiße. Ich will, dass du mit meiner Tochter zusammenkommst. So, und dann scrollen wir... ich habe schon kommentiert. Egal. So, wenn wir ein bisschen runterscrollen, dann hier, Sadie, Millionär... bezahlt mich, um Tochter zu daten. Und genau das gleiche Thumbnail. Also, er hat jetzt nicht sein Thumbnail geklaut, er hat sein eigenes gemacht, aber diese Panzer, goldenes Panzer-Szene hier, wo er halt Unfall gemacht hat im Krankenhaus. Ja. Und jetzt geht's ab in die Schule zusammen. Bleib stehen, bleib stehen. Hey, hallo, bleib stehen. Ich weiß nicht, wie man das Ding anhält. Wollten die mich jetzt gerade bedrohen oder sowas? Ich habe mich jetzt nicht sonderlich bedroht gefühlt, aber hey, Leute. Hört ihr das? Diese Worte, diese Sätze hier, die hat Boomtay auch nachgemacht. Also, keine Ahnung, wie er 687 Abonnenten hat, Boomtay. Aber, keine Ahnung, ich bin ehrlich, ich... Keine Ahnung, was ich sagen soll. Was macht ihr denn also, ja. Kommen wir wieder zu Boomtay. So, Nein. Wir beantworten. Als allererstes. Wir reacten auf Roblox Barpos Video und ich war dabei. Was kann denn da nun nachgemacht sein? Ja, Thumbnail und Titel auf jeden Fall nicht. Aber wenn wir mal reingehen. Wir reacten auf. Fällt euch was auf? Wir reagierten auf ein Video von Bapo,
Roblox? Wahrscheinlich erstmal nicht, aber hört ihr diese Hintergrundmusik hier? Wir reagierten auf ein Video von Bapo Roblox, wo ich dabei war sogar. Habe ich extra. Ja, das ist die Musik, die ich und Abok auch benutzen. Ich denke. Und übrigens, Leute, ihr seht ja das Wasserzeichen von Bapo. Aber das habe ich halt auch nicht nachgemacht, weil ihr seht ja hier unten in der Ecke hier, dass ich auch so ein Wasserzeichen habe. Aber nein, ich habe es auch nicht geklaut. Das war meine Idee. Ich könnte schwören, ne? Ich könnte wirklich schwören. Ich habe es nicht nachgemacht. Also ja, es sieht schon ziemlich nachgemacht aus, aber nein, ich habe es nicht nachgemacht. Also hinten ist bei mir ein Ausrufezeichen und es ist auch rot bei mir. Also, ne? Versteht ihr? Bitte glaubt mir, ich habe ihn nicht nachgemacht. Und ja, egal. So, und diese Musik hier, er hat entweder es von mir oder von Abok geklaut. Also, ich schätze mal von Abok, aber es könnte ja auch von mir sein. Ich zeige euch mal kurz ein Beispiel. So, ich suche mal kurz ein Video aus. Ich denke, hier ist es. Das okay. Ist ein gutes Video. Und fragt euch nicht, wieso ich meine eigenen Videos like. Manchmal sage ich so, ey, ich habe es wirklich richtig gut gecuttet, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt das Video. Und ja, das machen auch andere YouTuber, ne? Also, kannst du laden, Internet? Egal. Also, hier ist es schon mal nicht. Also, ich denke, ja, also, nee, hier nicht. Vielleicht, was ist damit? Kommt hier? Mein Internet ist so schlecht. Okay, wir sehen uns wieder, Leute, wenn mein Internet mal besser ist und bis dann. Okay, Leute, mein Internet ist jetzt besser geworden. Also, das ist jetzt ein Beispielvideo. Und wie ihr schon hört, oh Mann, Leute, ich bin wieder im... Die Musik ist auch genau die gleiche Musik wie die da von Boomtay und auch von Abok. So, wenn Boomtay jetzt es von mir geklaut hat, hat er wahrscheinlich in die Beschreibung geguckt und hier steht halt die Musik, die ich hier immer anmache. YouTube, erklär es mir bitte. Erklär es mir. Leute können einmal so meine Musik hier raussuchen und es dann klauen. Und übrigens, in den Nutzungsbedingungen von YouTube Audiomethatik, da steht, man darf keine Musik verraten. Aber hier steht es doch selber. Oder steht es nur für den Owner? Nee, es steht auch für andere Leute. Man sieht, was für Musik man hier anmacht. Und übrigens, hier seht ihr jetzt auch mein Wasserzeichen, ist richtig klein. Okay, Leute, mein Internet ist wieder ja, ich will schon. Aber, YouTube, was soll das? Nee, ich check das nicht. Ich denke, er hat es genau so gefunden und geklaut, meine Musik. Wenn nicht, dann hat er halt, keine Ahnung, herausgefunden, wie die Musik davon Abok heißt. Und dann ist geklaut. Keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Ich würde mal sagen, ich beende jetzt dieses Video. Boomtay, das ist noch der Anfang. Ich werde auch andere Videos über dich machen. Tschüss, ich hoffe, du machst mal deine eigenen Video-Ideen. Und ich hoffe, du benutzt auch deine eigenen... Ich hoffe, du findest auch andere Songs, die du gefunden, die du selber gefunden hast. Ich würde dir dafür auch YouTube Audio-Bibliothek empfehlen. Da findest du halt richtig viel Musik. Ich habe auch schon richtig viel gefunden. Da gibt es auch richtig geile Musik. Not gonna lie, aber du klaust einfach nur Musik.